Die Bewohner des östlichen Zentralasiens erfanden die Hose für das Reiten, als von der Geschwindigkeit, Kraft und Ausdauer des Pferdes ihr Überleben abhing. In der Zeit vor etwa 4000 bis 3000 Jahren veränderte sich nämlich die Welt um sie herum so sehr, dass sie ihren Lebensstil grundlegend ändern mussten. Wenn man wissen will, was damals passierte, sucht man am besten nach Spuren der Pflanzen, die dort zu dieser Zeit lebten. Die meisten Pflanzen hinterlassen Pollen. Ablagerungen von Pollen sind Klimaarchive, in denen Wissenschaftler lesen können. Wie Wörter in Büchern informieren Pollenkörner in Erdschichten über das Klima vergangener Zeiten. Blütenstaub kennt jeder. Er stammt von Samenpflanzen wie Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Gräsern und wird wissenschaftlich Pollen genannt. Die Pollenkörner sind winzige Container, in denen die männlichen Keimzellen der Pflanzen von Wind, Insekten oder Vögeln zu den weiblichen Empfangsorganen getragen werden. Viele landen in Seen und werden auf deren Grund abgelagert. Jedes Jahr zur Blütezeit kommt eine neue Schicht dazu. Weil die Pollenkörner von einer sehr widerstandsfähigen Zellwand umgeben sind, überdauern sie in den Erdschichten sogar Millionen von Jahren. Wissenschaftler ziehen einen Sedimentkern aus dem Seeboden, lösen die Pollen aus den Schichten und bestimmen ihr Alter. Jede Pflanzenart bildet ihre Pollenkörner in einer typischen Form aus. Palynologen, die Pollenforscher, können feststellen, wann in einer Region welche Pflanzen wuchsen. Ihr Wachstum ist abhängig vom Klima. Im Umkehrschluss heißt das, hat man ihre Pollendaten, kennt man die Pflanzen vergangener Zeiten. Kennt man die Pflanzen, weiß man auch, welches Klima damals herrschte. Die 4000 Jahre alten Pollen stammen zu 50% von Pflanzen, die Feuchtigkeit lieben und an See- und Flussufern wachsen. Die anderen sind typische Wüstenpflanzen. Sie zeigen uns eine Landschaft mit Flussoasen und Seen umgeben von Wüste. Der bekannteste See war der Lop Nur. Er wurde gespeist vom Tarim-Fluss und seinen Zubringern aus den Gebirgen, die das Tarimbecken im Norden und Süden umgeben. Aber das Schmelzwasser und die ohnehin geringen Niederschläge nahmen ab. Die Flüsse versiegten immer näher am Gebirgsrand. Die Wüste breitete sich aus. Und das nicht nur im östlichen Zentralasien. Die Reste der Pflanzen in Taishedwang bei Peking zeigen es. Vor 3500 Jahren machte sich im gesamten Norden Chinas Trockenheit bemerkbar. Vor etwa 3000 Jahren sanken die Niederschlagsmengen sogar deutlich unter den heutigen Wert, bis sie sich auf 420 mm pro Jahr einpendelten und dabei bis heute blieben. Um aus der Statistik der vielen ausgezählten Pollenkörner aus einer Sedimentprobe, die nur hochspezialisierte Wissenschaftler verstehen, ein Gesamtbild der Vegetation zu rekonstruieren, das wir alle verstehen können, konvertieren die Klimaforscher die fossilen Pollendaten in sogenannte Biome. Biome sind Großlebensräume der Erde mit mehr oder weniger einheitlichen Klimabedingungen, Pflanzentypen und Vegetationsformen, zum Beispiel gemäßigter Laubwald, Steppe oder Wüste. Die Biomrekonstruktion liefert ein realistischeres Bild als die reine statistische Pollenauswertung, weil sie auch die Pflanzenökologie, geografische Verbreitung und bioklimatische Toleranz der Pflanzen berücksichtigt. Die Spuren der Menschen zeigen, welche Folgen andauernde Trockenheit für sie hatte. Vor 3000 Jahren werden sie mobiler. Reiten wird zur bevorzugten Art der Fortbewegung. Und Hosen helfen dabei.